Hi, ich bin Claudia von Extinction Rebellion Marburg. Extinction Rebellion bedeutet Aufstand gegen das Aussterben. Und das mit dem Aussterben ist nicht nur so dahergesagt. Das Aussterben einer Spezies bedeutet, dass dieses Lebewesen von nun an nicht mehr auf unserer Erde existiert. Nicht mehr atmen, nicht mehr schwimmen oder fliegen, keine Kinder großziehen und nicht mehr wachsen und alt werden kann. Jede Art, die ausstirbt, vom Filzkraut bis zur Riesenschildkröte, ist ein Verlust für den kunterbunten Schatz der Vielfalt, den wir auf unserer Erde erfahren dürfen. Zudem kann eine einzelne Spezies nicht losgelöst von dem ökologischen System betrachtet werden, in welche sie eingebettet sind. So sind Baum, Käfer, Vogel und so weiter wechselseitig aufeinander angewiesen. Und der Verlust einzelner Teile dieses Netzes kann das ökologische System aus dem natürlichen Gleichgewicht bringen. Solche Verluste können leider nicht wieder rückgängig gemacht werden. Eine ausgestorbene Spezies kehrt nicht zurück. Die Folgen des Artensterbens sind absolut und nicht zu entschuldigen. Doch befinden wir uns jetzt gerade in diesem Moment im nächsten großen Massenaussterben seit dem Niedergang der Dinosaurier. Von den geschätzten 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten auf diesem Planeten sind 1 Million vom Aussterben bedroht. Das ist mehr als jemals zuvor. Natürlich ist es vollkommen normal und Teil der Evolution, dass einzelne Arten aussterben und sich neue entwickeln. Doch die Rate des Aussterbens liegt etwa 10 bis 100 Mal höher als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Und der Grund für diesen Verlust ist kein Meteorit oder eine Auszeit, sondern der Einfluss des Menschen auf unseren Planeten. Das Ausmaß der Veränderung der Natur durch den Menschen ist riesig und beschleunigt sich immer weiter. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Veränderung der Flächennutzung, direkte Ausbeutung von Flora und Fauna, Klimawandel und Umweltverschmutzung. Ihr ahnt vielleicht schon, was das Ganze mit dem Dannenröder Wald und dem Mauli und dem Harry zu tun hat und dem sogenannten Lückenschluss der A49 zu tun hat. Erstens verursacht die Rodung eines Waldes, nicht zu vergessen der weitere Autoverkehr in diesem Falle, zusätzlichen Treibhausgasausstoß. Das Projekt A49 beschleunigt somit den Klimawandel. Da Ausgleichsmaßnahmen einen alten Wald nicht oder wenn überhaupt, dann nur in mehreren Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten ersetzen können. Der Wald als Kohlenstoffsenke muss erhalten bleiben. Zweitens wird durch die geplante Zerstörung des Dannenröder Waldes für die Autobahn offensichtlich natürlicher Lebensraum zerstört. Der Dannenröder Wald ist ein über 200 Jahre alter, gesunder Mischwald und außerdem zu Teilen seltenes Moorgebiet. Er bietet Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, der niemals in dieser Form durch Ausgleichsmaßnahmen wiederhergestellt werden könnte. Michael Zobel, der Förster aus dem Hambi, sagte beim Waldspaziergang vor 4 Wochen, als er vor einer 100% toten Ausgleichsmaßnahme stand, dass der Mensch sich überschätze, wenn er denke, er könne den Danny ersetzen. In Zeiten des Waldsterbens sollte die Verhinderung von unnötiger Abholzung unser oberstes Ziel sein. Das gilt umso mehr um den Dannenröder Wald, welcher als Flora-Fauna-Habitat bedrohte Arten wie den Kammmolch beherbergt. Der Dannenröder Wald muss als Wohnraum für Tiere und Pflanzen erhalten bleiben. Die Verantwortung von uns Menschen für Klima und Artenvielfalt liegt nicht erst im Amazonas Regenwald. Der Einsatz für den Erhalt der Biodiversität beginnt vor unserer eigenen Haustür. Und zwar mit der Verteidigung natürlicher Lebensräume wie in Dannenröder Wald. Ich sage, ob Amazonas oder Danny.
schnellen und radikalen Wandel, der dem globalen Artensterben entgegenwirkt, statt es zu beschleunigen. Wir brauchen Wald statt Asphalt. Dankeschön. Wald statt Asphalt! Wald statt Asphalt! Wald statt Asphalt!